Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wer wissen will, was hier raus gemacht wird, welches leckere Gericht dabei entsteht, der bleibt dran. Nach dem Intro gibt's mehr Informationen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal Gyrospfanne Jägerart probieren oder machen. Dazu brauchen wir 1 Kilo Gyros Jäger Schnitzelfleisch. Ich habe das mir selber gemacht. Ich habe nicht die fertige Variante genommen. Ich habe mir 1 Kilo feine Steaks geholt und Schnitzelfleisch, habe das klein geschnitten in Streifen und habe das einmariniert mit Gyrosgewürz, ein bisschen Olivenöl, paar Zwiebeln rein, ist lecker. So, dann brauchen wir 300 Gramm frische Champignons. Wir brauchen 300 Milliliter Weißwein. Wir brauchen 2 Esslöffel Tomatenmark. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Mehl. Und wir brauchen 2 Teelöffel Petersilie und 2 Teelöffel, 2 Teelöffel. Doch, 2 Teelöffel. 2 Teelöffel Petersilie und 1 Teelöffel gekörnte Brühe. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen 2 Esslöffel Sojasauce und wir brauchen 200 Gramm oder 200 Milliliter frische Sahne. Und zum guter Schluss ein Stückchen Butter. So, wie das Ganze jetzt zubereitet wird, das sehen wir jetzt gleich wieder bei mir hier an der Kochstation, an der Induktionsplatte mit dazugehöriger Pfanne. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt wieder umgebaut. Wir befinden uns hier wieder an der Kochplatte. Wir machen jetzt hier ein bisschen Dampf drauf. Wir nehmen jetzt hier von dem Butterstück ein Stück und werden das in der Pfanne erhitzen. So, das müsste reichen, das Stück. So, und da kommen jetzt die geschnittenen Pilze rein. So, schön den Boden damit. So, und schwuppdiwupp. Die Pilze dort rein, das werden wir jetzt anbraten. So. Jetzt, wo die Pilze angebraten sind, nehmen wir jetzt das Fleisch hinzu und braten dieses natürlich auch an.
heben das ein bisschen. Runter. So dass das auch ein bisschen schön verteilt ist mit den Pilzen. Und werden das jetzt auch ab und an umrühren. Ich werde da jetzt dann einen Cut reinmachen. Wir sehen uns dann gleich weiter wieder, wenn es weitergeht. So, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es wieder anfängt, ja, anzubraten. Jetzt kommen die ganzen Röstaromen und das alles hier rein. So, und jetzt geht es auch weiter. Wir lassen das jetzt noch einen Moment anschwitzen. Und wir machen gleich weiter, und zwar mit dem Tomatenmark. Wir nehmen jetzt hier das Tomatenmark und bringen das jetzt hier noch rein mit. Und das Mehl bringen wir natürlich dann auch mit rein. So. Natürlich nicht alles auf einem Klecks, das Mehl. Sondern auch so gut es geht mit reinrühren. So. So, und wenn wir das jetzt hier einigermaßen gut verrührt haben, dann wird das Ganze jetzt mit dem Weißwein, natürlich muss man den natürlich auch aufkriegen, jetzt hier abgelöscht. So. Und zu diesem Weißwein geben wir jetzt natürlich auch noch die Sahne. Die kommt natürlich auch noch mit dazu. So. Noch ein bisschen verrühren das Ganze. Gut. Ich sage mal, für Leute, die keinen Alkohol mögen oder auch die keinen dürfen, je nachdem, Kinder zum Beispiel, da könnte man zum Beispiel auch, ja,
als Weinalternative einen Apfelsaft nehmen. Oder das Ganze mit einem Traubensaft ausprobieren. So, das Ganze lassen wir jetzt so ein bisschen einköcheln. Wobei hier eigentlich ja bei dem Wein der verkocht ja eigentlich der Alkohol. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, wie gesagt, der kann damit auch mit Apfelsaft oder Weintraubensaft das Ganze dann ablöschen. Das dürfte dann auch kein Problem sein. So, wenn das Ganze jetzt so ein bisschen sämig wird, die Soße hier, kommt jetzt zum Schluss noch der Esslöffel, der Teelöffel Brühe rein und zwei Teelöffel Petersilie. Das packen wir jetzt hier noch mit rein. Und ganz, ganz jetzt zum Schluss kommt die Sojasauce noch hinzu. Die machen wir jetzt hier auch noch rein. So, schön verrühren, dass sich das alles so ein bisschen vermengt. So, wir stellen jetzt die Hitze ein wenig runter und tun einen Deckel drauf und lassen das Ganze noch so ein bisschen ja, vor sich hinziehen. So 4-5 Minuten. Dazu kann man ja Reis nehmen, man kann Pommes frites nehmen, man kann Kroketten nehmen, Kartoffeln, je nach Geschmack. Wir werden dazu Reis nehmen und bevor serviert wird, dann noch mal ganz kurz mit Pfeffer und Salz ein bisschen abgeschmeckt. Aber wie gesagt, erstmal noch so 5 Minuten so ein bisschen ziehen lassen und dann ist die ganze Sache servierfertig und wir sehen uns gleich beim Probieren. Also bis gleich. So, da ist das gute Mittagessen. Ja, also riechen tut schon mal richtig, richtig lecker. So sieht's aus. Schmecken tut's auch. Nicht ganz so wie Gyros, aber es schmeckt sehr, sehr lecker. Mit der Sojasauce, ja, das hat was. Das passt da auf jeden Fall rein. Und ja, der Reis dazu, der passt natürlich auch, logischerweise. Ja, ich kann eigentlich nur das eine dazu sagen. Also, mir schmeckt es sehr, sehr gut. Probiert es mal aus. Es ist ein schnelles, einfaches Essen, was eigentlich jeder hinkriegen dürfte. Ist auch mit den Zutaten nicht so kompliziert. Dürfte also kein Problem darstellen. Wie gesagt, mir schmeckt es. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Ja, ansonsten, wie immer, kann ich sagen, mit Instagram, ihr wisst Bescheid. Wenn er mir da folgt, werdet ihr denn immer schon vorher benachrichtigt, was es wohl als nächstes gibt.
Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, einen Daumen nach unten ist auch nicht schlimm. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen, wie danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.